Hier ist TV Bayern Live. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns eine Stunde lang mit allen wichtigen Themen, die aktuell den Freistaat bewegen. Minutenlange Standing Ovations, tosender Applaus und ein Theaterpublikum, das schon nach kurzer Zeit mitsang, klatschte und tanzte, bis sich letztendlich niemand mehr auf seinem Stuhl halten konnte. Ja, so begeistert ging es bei der Premiere des Sommernachts-Albtraums auf St. Emmeran im Regensburger Velodrom zu. Live-Apokalypse in der Domstadt. Ganz recht. Bunt, komisch und äußerst unterhaltsam erobern Zombies die Domstadt. Und das Publikum ist mittendrin. Völlig ahnungslos, was sie an diesem Abend erwarten wird, sind am Samstag viele in das ausverkaufte Velodrom gekommen, um die seit Wochen mit Spannung erwartete Premiere des Sommernachts-Albtraums auf St. Emmeram zu sehen. Wie die Besucher einer Fernsehshow wurde das Publikum von Anfang an ins Geschehen eingebunden. Eben live dabei, bei der ersten Ausgabe von Durchlaucht TV, der großen Samstagabendshow von und mit Fürstin Victoria. Unter den Gästen internationale Popstars und ein undurchsichtiger Kirchenfürst im Vorruhestand. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen unvermeidbar. Doch die Show geht nicht reibungslos über die Bühne. Immer wieder unterbricht TVA die Live-Übertragung mit beunruhigenden Nachrichten. Anscheinend hat es einen Zombie-Angriff auf Regensburg gegeben. Kein Grund, die Show abzubrechen. Fürstin Victoria bleibt auf Sendung. Aber dann, beim Auftritt vom Prinz alias Markus Engelstädter, passiert die Katastrophe. Ein Domspatzen-Zombie greift den Topstar an. Durchlaucht TV wird trotz allem nicht abgebrochen, ganz im Gegenteil. Bischof, ich habe eine gute Nachricht. Ja. Ich habe gerade mal mit der Produktionsfirma Endepool gesprochen. Ja, ja. Und die wollen, dass wir wegen den fantastischen Quoten weiter auf Sendung bleiben. Nur ist das Problem, dass wir immer noch keinen Kontakt zur Papstwiese haben. Das heißt, wir sollen uns jetzt was einfallen lassen. Nur Fürst Bertel, Victorias Sohn, erkennt die Katastrophe. Zombies greifen das Velodrom an. Danach überschlagen sich die Ereignisse. Eine Armada Zombies überfällt Regensburg. TVA berichtet live. Unsere Stromversorgung ist im Begriff, jeden Moment zusammenzubrechen. Dennoch arbeiten wir mit allen Mitteln an einer letzten Schalte in den Reichssaal, wo Oberbürgermeister Joachim Wolbergs gleich zu uns sprechen wird. Ich kann Ihnen von meiner Seite aus nur noch alles Gute wünschen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich bin noch völlig schockiert und entsetzt und muss mich heute an Sie alle wenden. Es ist unserer Stadt die schlimmste Katastrophe passiert, die man sich überhaupt nur hat vorstellen können. Viel schlimmer als das, was wir vor 3 Jahren im Winter erlebt haben. Gott sei Dank gibt es da noch Fürst Bertel, den Retter von Regensburg. Selten so viel Spaß gehabt wie heute, war riesig, echt. Ganz großes Kino. Das gehört auf die ganz große Bühne. Das war irre. Rasant, lustig, unterhaltsam. Absolut sehenswert. Ungewöhnlich, berührend. Und manchmal habe ich Angst gehabt. So ein Stück war endlich notwendig für Regensburg. Absolut prima. Vor allem, weil so viele Regensburger mitwirken. Der Sommernachts-Albtraum auf St. Emmeram. Eine Rockrevue für Regensburg von Jens Schmiedl und Gerwin Eisenhauer. Zu sehen bis Ende April im Regensburger Velodrom. Und auch in Hof wird gefeiert, auf ein Vierteljahrhundert zurückgeblickt und ein Filmhighlight nach dem anderen geschaut. Der Grund? 25 Jahre Kinderfilmfest in der Saalestadt. Das ganze Wochenende tummeln sich Filmfans im Zentralkino. Ein Jubiläum, auf das die Organisatoren wahnsinnig stolz sind.
das aber nie ohne die Kinder hätte gefeiert werden können. Herzlich willkommen beim 25. Kinderfilmfest in Hof. Wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Das klappt doch schon mal ganz gut. Ella und Eva sind Neulinge beim Hofer Kinderfilmfest. Trotzdem trauen sie es sich zu, einen der Eröffnungsfilme anzumoderieren. Obwohl, ein klein wenig mulmig ist ihnen auch gewesen. Doch, man ist davor schon aufgeregt, vor allem wenn jetzt gleich auch ein Gast mit dabei ist. Und dann stellt man schon erstmal, wir haben zwar einen Zettel gekriegt, was draufsteht, aber man denkt dann schon erstmal, okay, was muss man jetzt alles dazu sagen? Das Kinderfilmfest, das sind nicht einfach nur Filme. Nein, jährlich zieht es auch Schauspieler nach Hof, so wie Zoe Mannhardt, die Hauptdarstellerin des Kinderfilms Hände weg von Mississippi. Die 18-Jährige schreibt eifrig Autogramme und beantwortet fleißig die Fragen der Kinder. Auch für sie ein aufregender Moment. Das Tollste ist dann natürlich zu sehen, wie es ankommt. Und wenn man dann merkt, dass die Resonanz da ist, dass es als gut empfunden wird und als lustig und schön und sie Fragen stellen und dich Emma nennen oder so, dann macht es Spaß. Also es ist einfach schön, das zu sehen, dass es auch heute nach 9 Jahren jetzt hat, immer noch für die Kinder schön ist. Und ich bekomme auch immer noch Briefe oder sonst irgendwas, die sagen, oh, sie finden Mississippi so toll. Und das macht glücklich, es gibt einem ein gutes Gefühl. Seit 25 Jahren gibt es das Kinderfilmfest. Ein stolzes Jubiläum mit stolzen Zahlen. Fast 58.000 Kinder sind in der Zeit ins Hofer Zentralkino gekommen. Exakt 404 Filme gezeigt worden. Kinder haben hier das Sagen und das genießen sie auch. Die suchen ja immer Leute, die da ehrenamtlich mithelfen, also ohne Geld zu verdienen. Und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich dann mit und helfe mit. Und macht's Spaß? Ja, es macht Spaß. Wenn man sieht, wenn die Kinder rausgehen und es ihnen gefallen hat und die alle dann glücklich sind, ist schön. Unser Ziel ist, dieses Kinderfilmfest zu einem Höhepunkt unserer laufenden Filmarbeit und unserer laufenden Medienarbeit im Landkreis und in der Stadt Hof zu machen. Und das ist uns über all die Jahre auch gelungen. Filmfest, Kinder und Zuschauer, sie alle mögen ihr Kino-Highlight. Kommen jährlich wieder, besuchen ein Filmfest, das längst erwachsen geworden ist, mit 25 Jahren erfahren ist, aber nichts von seinem besonderen, frischen Charme verloren hat. Weiter geht's mit unserem Kinomagazin. Heute stellen wir 3 Streifen vor, die jeder für sich für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Jupiter Ascending, The Interview und Black Hat. Viel Vergnügen. Man hat uns beigebracht, die Geburtsstätte der Menschheit sei die Erde. Ist sie aber nicht. Wissen Sie, was das für Folgen hat, wenn die Menschen die Wahrheit erfahren? Die Matrix-Macher entführen Mila Kunis in fremde Galaxien. Ihr bildgewaltiges Science-Fiction-Epos Jupiter Ascending erzählt die Geschichte von Jupiter Jones. Sie soll die neue Herrscherin des Universums werden. Warum passiert mir das? Ihr seid von königlichem Blut, Eure Majestät. Sie werden Augen machen, wenn sie erfahren, womit ich mein Geld verdiene. Es zählt nicht, was ihr tut, sondern was ihr seid. Das Besondere an diesem Sci-Fi-Film ist, dass er in einer realen Stadt beginnt. Wo bin ich? Du bist noch in Chicago. Doch die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Films. Plötzlich erschließt sich ein gigantischer Kosmos und man begreift, wie entbehrlich unsere Erde ist. Erneut produzierten die Wachowski-Geschwister aufwendiges Science-Fiction-Kino. Mit 175 Millionen Dollar inszenierten sie einen gigantischen Kosmos voller origineller Kreaturen. So ist Jupiter Ascending vor allem visuell ein Erlebnis. Das ist vielleicht das größte Interview seit Frosty Nixon. Frosty Nixon? Ich meine, in 10 Jahren wird Ron Howard einen Film darüber drehen. Wenn wir das jetzt durchziehen, kriegen wir ein Interview mit jedem Präsidenten auf diesem Planeten. Dave und Aaron ergattern ein Interview mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un und sollen ihn bei dieser Gelegenheit umbringen. Seth Rogen und James Franco toben sich aus und haben mit der schmerzfreien Politsatire The Interview ganz nebenbei für eine diplomatische Krise gesorgt. Also, was können wir für Sie tun? Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden. Ums Eck bringen? In der Eckkneipe? Nein, nein, nein. Ums Eck bringen. Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten? Ja. Was? Über Humor lässt sich streiten. Und wie? Ein Hackerangriff auf Sony, Drohungen von Nordkorea und die Verbannung aus vielen US-Kinos.
Der Wirbel um die schwarze und mäßig lustige Komödie ist um ein Vielfaches bemerkenswerter als der Film selbst. Kim muss sterben. Das ist die amerikanische Art. Wie oft wollen die USA denn noch den gleichen Fehler machen? So oft wie eben nötig. Dass die weltweite Vernetzung von Daten nicht nur Chancen, sondern auch ungeahnte Risiken birgt, ist mittlerweile bei den meisten angekommen. Die globale Gefahr durch Hacker thematisiert in Black Hat nun auch Miami Vice-Regisseur Michael Mann. Wir sind so transparent, so angreifbar und wissen es nicht. In unserem Film jagen Cyberkriminelle ein Atomkraftwerk in China in die Luft, ohne ersichtlichen Grund. Hat er politische Ziele? Irgendwelche Hinweise auf Terrorismus? Wir brauchen einen Mann namens Hathaway. Was wissen wir über ihn? Er ist ein zu 15 Jahren verurteilter Hacker. Zu Beginn der Geschichte sitzt Hathaway gerade sein viertes von 13 Haftjahren ab. Er bekommt die Chance, seine Freiheit wiederzugewinnen, wenn es ihm gelingt, ein Netzwerk von Cyberkriminellen zu identifizieren und auszuschalten, das irgendwo auf der Welt operiert. Regisseur Michael Mann beweist mit Black Hat sein Gespür für aktuelle Themen, lässt aber die Durchschlagskraft früherer Meisterwerke wie Heat vermissen. Trotz einiger Längen ein sehenswerter Film über die möglichen Folgen von digitalem Terrorismus. Wer wollte nicht schon mal Darth Vader, Homer Simpson oder Super Mario persönlich begegnen? Und wenn diese drei Berühmtheiten dann auch noch durch die Nürnberger Innenstadt laufen, dann ist garantiert, dass dieses Spektakel nicht nur ein Spaß für Kinder oder Faschingsnarren wird. Der mittlerweile dritte Toon Walk wirbt für eine bunte, aufregende Stadt. Er ermöglicht es den Spielzeugfiguren, so einen Ausflug in die echte Welt. Parallel dazu findet auch nämlich die dortige Spielwarenmesse statt. Sieht aus wie Fasching, ist es aber nicht. Am vergangenen Wochenende wurde die Nürnberger Innenstadt zur Schaumeile für überlebensgroße Comichelden, Maskottchen und andere Cartoonfiguren beim sogenannten Toon Walk. Ja, das ist die größte Comicparade hier in Nürnberg und wir schicken uns heute an, dass wir den Europarekord brechen. Die Vereinigung der Nürnberger Innenstadtkaufleute und die Initiative Toy City stehen hinter der Veranstaltung, mit der in diesem Jahr die Regine Sixt Kinderhilfestiftung unterstützt wird. Die vielen ehrenamtlichen Helfer und Teilnehmer reisten zum Teil aus ganz Europa an. Ja, die weitesten Anreise sind 30 Maskottchen aus Portugal. Und dort haben wir die wirklich mit LKW, mit Schiffen hierher gekarrt, die Maskottchen. Die Leute kommen aus Berlin, Hamburg angefahren, aus der Schweiz, aus Österreich. Also wir haben eine bunte Mischung hier nach Nürnberg gebracht. Und auch lokale Prominenz war mit am Start. Toon Walk ist natürlich gigantisch, weil die ganze Stadt ein bisschen an der Spielwarenmesse teilhat. Nicht nur das Fachpersonal. Ich laufe den ganzen Toon Walk mit, letztes Jahr auch schon. Es wird etwas heiß in dem Kostüm, aber mal schauen, wie es diesmal ist. Ein bisschen frischer als letztes Mal. Schauen wir mal. Warm ums Herz wurde groß und klein, als die rund 600 bunten Figuren durch die Stadt liefen. Viele Passanten staunten nicht schlecht, die meisten Besucher wussten aber offensichtlich, was sie erwartet. Und so wurde die Comic-Parade einfach in eine Foto- und Selfie-Parade verwandelt. Am Ende waren es 205 unterschiedliche, notariell beglaubigte Maskottchen. Europarekord. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück. Bleiben Sie dran. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen.
Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zocken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle. Sicherheitsverwahrung. Warum es so schwer ist, Vergewaltiger nach der Haftstrafe noch eingesperrt zu lassen. Fränkische Antwort auf Big Mac und Doppelwopper. Die Bratwurstbrezel. So krumm, so gut, so fränkisch. Und Wahlfälschung. 50 plus X. So einfach kann's gehen. In Geiselhöring. Elf Monate nach den Kommunalwahlen in Bayern mussten die Bürger im Landkreis Straubing-Bogen am Sonntag noch einmal ran. Ein groß angelegter Wahlbetrug hatte Nachwahlen nötig gemacht. Das Wahlergebnis überrascht, denn der Wahlskandal hatte auf den Ausgang offensichtlich nahezu keinen Einfluss. Kurz nach 6:30 am Sonntagabend steht das Ergebnis fest und Herbert Lichtinger konnte sich feiern lassen. Mit einem für alle Beteiligten überraschend deutlichen Ergebnis holte sich der 36-jährige CSU-Kandidat zum zweiten Mal innerhalb von 11 Monaten den Bürgermeisterposten in Geiselhöring. Diesmal ohne die Stimmen nicht wahlberechtigter Erntehelfer. Über 61% der Wähler stimmten für ihn. Natürlich bin ich überrascht. Ich habe gedacht, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich freue mich darüber, über diesen Wahlsieg. Bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mich gewählt haben, auch bei allen Freunden, die mich unterstützt haben in dieser Zeit. Und es ist richtig, es liegt viel in dem letzten Jahr hinter uns. Aber ich freue mich vor allem deswegen, weil die Leute mir das geglaubt haben, dass ich ehrlicher Mensch bin und mit der Wahlmanipulation nichts zum Tor habe. Zu Recht, ich habe nichts damit zum Tor. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig darüber, über das Ergebnis. Und freue mich, gemeinsam mit allen Fraktionen im Stadtrat Geiselhöring in den nächsten 5 Jahre gestalten zu dürfen. Hier in Geiselhöring hat die Wahl die Leute auf jeden Fall interessiert. Das sieht man an der Wahlbeteiligung auch, ja, an den 73%. Jetzt geht es aber natürlich darum, auch das, was passiert ist, aufzuarbeiten. Insofern, dass man natürlich auch versucht, Gräben zu kitten. Wie wollen Sie versuchen, das zu erreichen? Wichtig ist das Einbinden der Fraktionen natürlich in die Stadtratsarbeit. Das werden wir in den nächsten Tagen uns alles überlegen, wie wir das im Detail machen. Wichtig ist, die Leute wieder zusammenzubringen. Nicht nur im Stadtrat, sondern auch und der gesamten Bürgerschaft. Da sind natürlich jetzt verschiedene Lager entstanden und da müssen wir schauen, dass wir das wieder schaffen. Konkrete Maßnahmen kann ich Ihnen heute jetzt noch nicht nennen, aber wir werden das relativ schnell angreifen. Wie wird der Sieg heute noch gefeiert? Wir werden noch feiern ein bisschen natürlich. Ich freue mich wahnsinnig mit meinen Freunden und alle, die mich unterstützt haben auch bei der Wahl, werden wir natürlich noch feiern in Geiselhöring. Dem unterlegenen Ex-Bürgermeister Bernhard Krempel war an diesem Abend verständlicherweise nicht zum Feiern zumute. Nur rund 38,5% der Bürger gaben ihm ihre Stimme. Erklären konnte er sich die klare Wahlniederlage nicht. Man hat hier mir böse mitgespielt, auch hier vor der jetzigen Entscheidung mit wirklich vielen anonymen Angriffen. Vielleicht war es das, ich kann es nicht sagen. Und ich bin enttäuscht, dass also ein Wahlskandal nichts mehr ausmacht hier, dass das einfach so hingenommen wird. Also das kann man eigentlich nicht erklären.
Trotzdem zeigte sich der Freie Wähler-Kandidat als fairer Verlierer und gratulierte Lichtinger zu dessen Wahlsieg. Ob er künftig mit ihm im Stadtrat zusammenarbeiten wird, wollte Krempel am Sonntagabend allerdings noch nicht sagen. Müssen wir mal schauen, ob ich überhaupt weitermache. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss man jetzt einmal ein paar Mal drüber schlafen. Ich muss mit meiner Mannschaft reden. Im Geisel-Höringer Stadtrat muss die CSU ein Minus von 4% verkraften und verliert einen Sitz an die SPD. Ansonsten bleibt die Sitzverteilung unverändert. Die Freien Wähler können nur minimal zulegen. Und was sonst noch so los war im Freistaat, das haben wir jetzt mal kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Jetzt kommt auch die fränkische Bratwurstbrezen. Hier kommt unser Nachrichtenüberblick. 2 Jahre und 3 Monate Haft und die gleichzeitige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. So lautet der Urteilsspruch. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 34-jährige Drogensüchtige eine 76-jährige russischstämmige Regensburgerin in ihrer Wohnung sexuell belästigt hat. Der Täter hat laut Gericht die Seniorin dazu gezwungen, ihm zuzusehen, wie er sich auf ihrem Bett befriedigt. Diesen Vorwurf hat der Mann bereits zu Beginn des Prozesses gestanden und sich gleichzeitig mehrmals bei seinem Opfer entschuldigt. Für eine fränkisch-bayerische Völkerverständigung sorgt momentan ein Nürnberger. Der Biobäcker hat eine Bratwurstbreze erfunden. Bedeutet, die klassischen fränkischen 3 im Weckler kommen nicht mehr wie üblich in die Semmel, sondern auf die Breze. Eigentlich als traditionelle Beilage für bayerische Weißwürste bekannt, kleidet sie jetzt die Bratwurst ein. Und das kommt an, zumindest in Franken. Auf die Idee zur Völkerverständigung der kulinarischen Art kam der Bäcker übrigens durch einen erfindungsreichen Kunden. Die ISPO Munich hat in diesen Tagen wieder ihre Pforten geöffnet. Rund 2560 internationale Aussteller aus über 109 Ländern präsentieren Produkte aus den Bereichen Outdoor, Ski, Action und in diesem Jahr besonders Health and Fitness. Rund 80.000 Fachbesucher werden in diesem Jahr auf der internationalen Leitmesse erwartet. Die ISPO Munich geht noch bis Sonntagabend. Das Augsburger Landgericht hat diese Woche über die Sicherheitsverwahrung eines Vergewaltigers entschieden. Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte im Jahr 2010 ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Die Hürde für die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist seit einigen Jahren sehr hoch. Allein dieser Fall wird schon zum 3. Mal verhandelt. Das Urteil bleibt auch im 3. Anlauf gleich. Der 63-Jährige muss in Sicherheitsverwahrung. Kurz vor der Urteilsverkündung gibt sich der Mann locker. 2011 wird er wegen der Vergewaltigung einer 13-jährigen Schülerin zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Während der Haft verweigert er eine Therapie. Für die Staatsanwaltschaft ist der 63-Jährige klar rückfallgefährdet. Er ist bereits wegen einschlägiger Straftaten mehrfach vorbestraft, auch wegen Gewalttaten. Und nach Auffassung des Sachverständigen ist letztlich nur die Sicherungsverwahrung möglich, um eine Gefahr eben für die Allgemeinheit abzuwenden. Rückblick. 2010 lernt der 63-Jährige vor dieser Augsburger Schule sein 13-jähriges Opfer kennen, gibt ihr Geld und Zigaretten und zeigt ihr in seiner Wohnung Pornofilme. Als sie nicht freiwillig mit ihm schlafen will, vergewaltigt er das Mädchen. Dafür wird er verurteilt. Zu seiner Haftstrafe wird Sicherheitsverwahrung verhängt. Doch zweimal unterlaufen dem Gericht Formfehler, wodurch die Sicherheitsverwahrung beide Male vom Bundesgerichtshof wieder zurückgenommen wird. Wenn ein Urteil gut begründet ist, ist es sehr, sehr schwierig, im Rahmen der Revision auch erfolgreich dagegen anzugehen. Aber wir haben es eben jetzt schon zweimal geschafft, erfolgreich. Und ich hoffe für meinen Mandanten, dass es auch ein 3. Mal erfolgreich sein wird. Es wird also noch einmal Revision eingelegt. Und möglicherweise muss dann ein weiteres Mal entschieden werden, ob dieser Mann eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Winter Wonderland in vielen Teilen Bayerns. Heute zog es viele Ausflügler zum Skifahren in die Berge, sah man auch an den Staus in der Alpenregion. Wie es wettertechnisch in den nächsten Tagen weitergeht, Kai Zorn hat die Aussichten. Tief Otmar lässt grüßen, es kommt von Norden herangezogen mit seiner Front. Und die erwischt uns in der ersten Nachthälfte in Franken und der Oberpfalz. Zuvor gibt es im Süden klaren Himmel und Temperaturen von unter minus 10 Grad. Im Laufe der Nacht steigen die Temperaturen hier aber an. Und die Front zieht dann bis Mitternacht zur Donau. Gegen Morgen erreicht sie auch die Alpen, bringt ein paar Zentimeter Neuschnee, auffrischenden Wind und Glättegefahr auf den Straßen. Morgen haben wir in Franken einen ungemütlichen Tag. Am Vormittag ist es noch dicht bewölkt.
bewölkt. Am Nachmittag gibt es vor allen Dingen am Main ein paar Wolkenlücken. Dazu noch einzelne Schneeschauer, die meisten in Hochfranken. Hier erreichen die Temperaturen gerade mal minus 1 Grad um die Mittagszeit. Am Nachmittag wird es eher ein bisschen kühler sein. Denn unter Main entlang sind es 2, 3 Grad. Auch am Nachmittag gehen hier die Temperaturen zurück. Ziemlich zackig ist der Wind. Er kommt aus nordwestlichen Richtungen der Stärke 3 im Mittel. Und er lässt uns die Temperaturen deutlich kälter vorkommen. In der Oberpfalz und in Niederbayern haben wir es mit vielen Wolken zu tun. Vom Bayerischen Wald bis in den Oberpfälzer Wald und in den Steinwald rauf fällt immer wieder Schnee. Am Nachmittag lässt das nach und besonders über dem Flachland kommt dann auch mal die Sonne zum Zuge. Die Höchstwerte erreichen um die 0 Grad. Im Bergland bleibt es beim Dauerfrost. Am Nachmittag gehen die Temperaturen zurück. Und auch hier ist der Wind ziemlich zackig unterwegs mit Stärke 3 bis 4 im Mittel aus Nordwest. Und auch er lässt uns die Temperaturen deutlich kälter vorkommen. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern haben wir an den Alpen dichte Wolken. Hier fällt zeitweise Schnee, vor allen Dingen in den Nordstaulagen. Je weiter wir über das Alpenvorland Richtung Donau kommen, desto häufiger zeigt sich besonders am Nachmittag die Sonne und es rieseln nur noch wenige Schneeflocken. Es bleibt im Alpenvorland frostig mit minus 2 bis minus 5 Grad. An der Donau wird auch mal die 0 Grad Marke erreicht, ebenso wie am Inn. Und auch hier ist der Wind kalt und eisig aus Nordwest unterwegs. Die kommenden Tage werden ruhiger. Am Montag schneit es noch, vor allen Dingen in Alpennähe. Danach ist es teils sonnig, teils trüb. Es wird milder mit Sonnenschein. Die Nächte bleiben frostig. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RT1 Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Socken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Bayern zählt zu Europas Top-Wirtschaftsregionen. Dennoch lassen ein schwacher Euro und das fragile Wirtschaftswachstum kaum Begeisterung aufkommen.
Die Lage der bayerischen Wirtschaft wird jetzt von meinem Kollegen Uwe Brückner sondiert. Zu Gast im landespolitischen Gespräch ist Bertram Brossard. Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch. Wir nehmen wieder Bayern in den Blick. Mein Gast ist Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände VBM und BayME. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Sie sind derzeit viel beschäftigt. Kein Wunder, es sind Tarifverhandlungen. Die dritte Runde steht jetzt an in Aschaffenburg am kommenden Montag. Wie stehen denn die Dinge derzeit? Wir haben in der letzten Runde unser Angebot vorgelegt, 2,2% ab 1.3. für 12 Monate. Wir haben angeboten, die Altersteilzeit zu verlängern und wir haben angeboten, auch die Qualifizierungstarifverträge wieder in Kraft zu setzen. Das ist ein Komplettangebot. Das ist ein Angebot, das in der Wirkung den Arbeitnehmern faktisch 2,5% in diesem Jahr mehr bringt. Das ist ja schon ein Stück mehr als die letzte Tariferhöhung insgesamt. Wir haben eine Inflationsrate, die bei 1,1-1,2% liegt. Also dieses Angebot, das wir gemacht haben, bringt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein deutliches Reallohnplus. Und wir erwarten jetzt einfach, dass die IG Metall die Warnstreiks lässt und zügig mit unserem Verhandlungstisch zu Ende kommt. Wir haben eigentlich ein abschlussfähiges Angebot vorgelegt. Also derzeit zeigt man die Muskeln. Es wird gestreikt in Augsburg, in München. 5,5 ist das Ziel der Gewerkschaft. Und man kämpft auch ein bisschen um die Altersteilzeit. Da gehen die Interessen ein bisschen auseinander. Aber also 5,5% sind für uns unrealistisch. Wir haben eine Lage in der Metall- und Elektroindustrie, die ist moderat. Wir haben in den letzten Jahren extrem hohe Zuwächse an Lohnstückkosten gehabt, weil wir hohe Lohnerhöhungen in den letzten Jahren hatten. Seit 2008 sind unsere Arbeitskosten um etwa 17% gestiegen. Die Produktivität allerdings nur um 2,2%. Das heißt, wir sind weniger wettbewerbsfähig geworden. 14,8% sind Lohnstückkosten gestiegen. Das kann dauerhaft nicht gut gehen. Es geht jetzt darum, sich in die momentane unsichere Lage einzufügen. Ich hoffe, dass die IG Metall hier sich besinnt. Und bei der Altersteilzeit, wir wollen der Forderung der IG Metall für einen Neuabschluss, ja, das wollen wir ja machen. Auch unsere Betriebe wollen das, aber es muss kürzer sein und es muss gezielter sein, es muss einfacher sein und es muss ein Stück kostengünstiger sein. Das sind unsere Anforderungen. Da ist die IG Metall aus unserer Sicht noch nicht auf dem richtigen Weg. Auch da hoffen wir, dass wir ein Stück weiterkommen. Die Metaller sagen ja, Altersteilzeit ja, aber individuell. Derjenige, der will, der soll auch. Und nicht nur die sollen dürfen, die der Arbeitgeber loswerden will. Also wir haben ja ein Angebot gemacht, dass bis zu 2% in die Altersteilzeit gehen können. Und zwar ganz fokussiert auf die besonders Belasteten. Diejenigen, die nicht mehr können, die sollen dann auch ausscheiden können. Darüber hinaus müssen wir eines festhalten, wir haben einen demografischen Wandel. Wir müssen uns darauf einstellen, dass man die Menschen länger im Betrieb halten muss. Das ist ja auch gut so, das ist ja eine gute Message an die Beschäftigten, dass sie gebraucht werden. Dazu passen darüber hinausgehende Ansprüche, wie sie die IG Metall sich vorstellt, nicht. Ein Leben lang lernen, das ist ein Slogan, den kann jeder unterschreiben auf Hü, wie da. Und da gibt es einen Qualifizierungstarifvertrag, der auch sagt, man soll auch weiter lernen dürfen und auch vom Betrieb freigestellt, möglicherweise unterstützt werden finanziell. Wie sehen denn da die beiden Positionen aus? Also man muss es einfach mal festhalten. Wir hatten einen Qualifizierungstarifvertrag und wir hatten einen Tarifvertrag zur Bildungsteilzeit, der weitergeht als in allen anderen Teilen der Bundesrepublik. Die IG Metall hat das leider gekündigt, für uns unverständlich. Und insoweit kann es für uns nur um die Frage gehen, ob man da wieder in Kraft setzt oder nicht. Es bleibt einfach mal festzuhalten, die IG Metall hat die Tarifverträge gekündigt.
sie will ein Problem lösen, das es nicht besteht. Und da soll man eigentlich die Finger davon weglassen. Im Grunde wieder Rückkehr zum alten Status. Der Rückkehr zum alten Status. Wir sind gern bereit, an Modifikationen noch Verbesserungen darüber zu diskutieren. Aber darüber hinausgehen, das können wir uns nicht vorstellen. Ein sehr wichtiges Thema für die bayerische Wirtschaft ist der sichere Energiebezug. Das ist ein Thema seit vielen Jahren, seit der Energiewende, die Freund und Feind vielleicht ein bisschen überrascht hat auch. Wie sind Sie denn zufrieden mit dem Ergebnis des Energiedialogs? Die Staatsministerin hat den jetzt abgeschlossen, hat eine Pressekonferenz gegeben. Sehen Sie sich da auf einem guten Weg? Für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die bayerische Industrie, ist die sichere Energieversorgung und vor allem auch die preiswerte Energieversorgung das Wichtigste. Viele unserer energieintensiven Unternehmen, aber auch die Wirtschaft insgesamt, muss sich darauf verlassen können. Wir haben doppelt so hohe Energiepreise wie Frankreich oder die Vereinigten Staaten. Das sind ja da die Konkurrenten. Da können wir bei dem jetzigen Level ganz sicher nicht aufsatteln. Aber das ist auch das Ziel. Es muss Sicherheit und Preisgünstigkeit weitergegeben sein. Im Energiedialog hat man sich auf vieles verständigen können. Alle Beteiligten sind aufeinander zugegangen. Es hat gute Austausch innerhalb des Energiedialogs zwischen den verschiedensten Gruppen stattgefunden, mit unseren Gewerkschaften, mit dem Bund Naturschutz, wir von der Wirtschaftsseite. Und da wurden viele Dinge aus dem Streit herausgenommen. Es wurde viel Verständnis geschaffen. Es wurde vertieft. Insoweit war dieser Energiedialog erstens gut organisiert, zweitens sehr sachorientiert, gut moderiert und er hat Ergebnisse gebracht, die Basis für politische Entscheidungen bringen. Mehr kann man von einem solchen Energiedialog nicht erwarten. Wir erwarten jetzt, dass die bayerische Staatsregierung im Februar die notwendigen politischen Entscheidungen trifft und sich dann auch um die Umsetzung der Entscheidungen in Berlin, also um die Durchsetzung der bayerischen Interessen, bemüht. Vielleicht noch kurz am Ende unseres Gesprächs zum Ausblick konjunkturell für Bayern, vielleicht für Deutschland. Wir erwarten das Jahr 2015 ein nur moderates Wachstum. Die Risiken bestehen sehr geopolitisch. Nehmen Sie das Thema Russland. Wir sehen, dass China nicht mehr ganz so schnell wächst. Wir sehen, dass manche Schwellenländer, wie etwa Brasilien, nicht so vorankommt, wie wir das alle gemeinschaftlich erhofft haben. Wir sehen, dass Amerika gut zulegt. Das ist wichtig für Bayern. Und insgesamt erwarten wir einen nur moderaten Anstieg, etwa auf Deutschland betrachtet bei 1,2%. Bayern ist Gott sei Dank immer ein Stück besser, da erwarten wir 1,6%. Aber ich sage mit aller Deutlichkeit, das wird nur dann gehen, wenn die Rahmenbedingungen sitzen. Die großen Sorgen bestehen, dass in Berlin weiter Sozialpolitik gemacht wird und die Wirtschaftspolitik ein Stück zurückbleibt. Also das war Ihr Statement zum Abschluss. Ich bedanke mich fürs Kommen. Wie auch immer, glückliche Hand beidseits bei den Tarifverhandlungen. Und das war unser landespolitisches Gespräch hier bei TV Bayern Live. Vielen Dank, Uwe Brückner. Harvard, Yale, St. Gallen, München. Klingt doch eigentlich ganz gut. Mit einer Vielzahl von Business-Akademien und Wirtschaftshochschulen rückt München näher heran an die Top-Universitätsstädte dieser Welt. Aus aller Welt kommen Studierende nach München, um sich hier fit zu machen für eine Management-Karriere. BWL, Bachelor- und Masterabschlüsse in München sind gefragter denn je. Über die letzten 40 Jahre hat sich die Landeshauptstadt zu einem der spannendsten Orte für die europäische Wirtschaft entwickelt. Vor allen Dingen im Bereich Software und Acknowledgement. Doch auch die Infrastruktur gepaart mit der Dichte an exzellenten Hochschulen macht München für Studierende immer lukrativer. Das Renommee, das sich München als Wirtschaftsstandort und als Hochschulstandort international in den letzten Jahren aufgebaut hat, wirkt wie ein Magnet auf Studierende aus dem Ausland. Wir haben das Glück, dass die große Anfrage ist bei uns von Studierenden aus allen Herren Ländern außerhalb von Deutschlands, weil sie eben diese praxisorientierte, aber doch hochschulorientierte zugleich Ausbildung wollen.
Für Sascha Liebhardt ist München bereits ein Exzellenzstandort. Die Balance zwischen Wirtschaft, Universität, Forschung und Lehre ist in der Isar-Metropole einmalig und hilft so bei der Suche nach geeigneten Studenten. Das spannende Gleichgewicht in München zwischen Wirtschaft und Hochschule ist ein wirklicher Rekrutierungsagent für alle Hochschulen. Wir profitieren von dem internationalen Renommee, von dem Prestige der Hochschulen und der Einbindung der Wirtschaft in die Hochschulen. Dies verbreitet sich über das Internet, über die sozialen Medien und so kommen die Studierenden auf uns zu, dass sie eben an diesem Standort studieren dürfen. Auch online haben sich Münchner Dozenten bereits etabliert. So zum Beispiel Professor Dr. Tobias Kretschmar von der Ludwig-Maximilians-Universität. Fast 40.000 Wirtschaftsinteressierte haben seinen Videochannel abonniert. Anders als im Internet müssen die Universitäten vor Ort den Anforderungen der modernen Wirtschaft gerecht werden. Dazu gehört die richtige Balance zwischen Dozenten aus der Wirtschaft und Wissenschaft, um den Studierenden schnellstmöglich die Realität der Arbeitswelt näher zu bringen. Holzstrom. So heißt ein Projekt, zu dem sich Unternehmen, Forschungsinstitute und Ministerien zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel? Strom aus nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen. Und zwar dort, wo Elektrizität Mangelware ist. Diese Vision ist jetzt serienreif. Ein Kilogramm Holzpellets liefert eine Kilowattstunde Strom. So viel Energie braucht man zum Beispiel für eine Maschine Schmutzwäsche. Erzeugt wird diese Energie von einem Mikrobiomasse-Generator. Hier läuft ein quasi aufgeklapptes Versuchsmodell, auf das die Entwickler an jeder Stelle Zugriff haben. Das Verfahren an sich gibt es ja schon aus der Zeit vor dem Krieg. Ich persönlich bin im Jahr 2006 dazugekommen auf dem elterlichen Hof, wo wir selber einen Holzvergaser betrieben haben und ich mitentwickelt habe dort, dann quasi während dem Studium das gemacht habe. Als dann eine Firma in Pfaffenhofen im Auftrag der Technischen Universität München das Prinzip vom Holzvergaser weiterentwickelt hat, war Michael Hofmeister genau der richtige Mann. Jetzt hat ein Nachfolgeunternehmen den Mikrobiomasse-Generator E3 so weit serienfertig, dass er ausgeliefert werden kann. Die Anlagen, die hinter mir stehen, die erste Anlage geht zum Beispiel für die Weltbank und die Vereinten Nationen nach Uganda. Das heißt, die Anlage ist wirklich so weit, dass man sie vor Ort vom Pickup-Truck nehmen kann, anschalten kann und sofort vor Ort eine komplett unabhängige, netzferne Energieversorgung hat. Der Generator ist für Entwicklungs- und Schwellenländer ohne vollständiges Stromnetz eine echte Alternative zum Dieselgenerator. Aus Holz, Bambus oder Bioabfällen können die Pellets hergestellt werden. Beim Verfeuern entsteht dann ein hochwertiges Synthesegas, das den Motor am Kleinkraftwerk antreibt. Ein Kilo Pellets liefert neben einer Kilowattstunde Strom auch noch 2 Kilowattstunden Wärme. Kann man die in Afrika überhaupt gebrauchen? Also was wir auch machen können, ganz klar, am effizientesten ist die Anlage, wenn man sowohl die Wärme als auch den Strom nutzen kann. Was wir in solchen Ländern machen, ist, dass wir Kälte bereitstellen. Das heißt, wir haben ein passendes Modul, mit dem wir Gebäudekühlung bereitstellen und gleichzeitig Strom erzeugen. Und das ist natürlich, wenn es darum geht, Lebensmittel kalt zu halten, Medikamente zu kühlen, auch für den afrikanischen Markt natürlich eine Riesenentwicklung. 2 Anlagen à 22 Kilowattstunden Strom entstehen derzeit in Uganda. Sie sollen ein Dorf mit 400 Einwohnern versorgen. Die Kleinkraftwerke sind aus der Sicht ihrer Entwickler echte Alternativen, nicht nur zum Dieselgenerator, auch zur Biogasanlage. Der Vorteil von der Holzvergasungsanlage zur Biogasanlage ist einmal sein kleiner Platzbedarf. Eine Biogasanlage braucht wesentlich mehr Platz für die gleiche elektrische Leistung und thermische Leistung. Außerdem kann das Synthesegas sehr viel schneller erzeugt werden. Der Versuch in Pfaffenhofen war erfolgreich. Die Kurven auf den Monitoren verlaufen gleichmäßig. Das beweist die Stabilität des Systems. Also wir haben den großen Vorteil natürlich, dass unser Prozess ist CO2-neutral. Das heißt, es wird natürlich in diesem Prozess nur das CO2 wieder freigesetzt, was der Baum vorher gespeichert hat. In Nigeria haben die Holzstrompioniere eine Plantage angelegt, um das Abholzen natürlicher Wälder und Bodenerosion zu verhindern. 70.000 Euro kostet ein Basispaket vom Kleinkraftwerk E3. Wer heutzutage Fleisch einkauft, der geht oft nicht mehr zum Metzger. Viele Supermärkte haben mittlerweile ihre eigene Wursttheke und die Discounter locken mit Dumpingpreisen. Auch in Würzburg hat diese Entwicklung Folgen. Über ein Drittel der Betriebe haben in den letzten 10 Jahren dicht gemacht. Sterben die Metzgereien jetzt aus? Ein Bericht aus Unterfranken.
Die Würzburger Semmelstraße. Bis 1978 gab es hier noch 5 Metzgereien. Im gleichen Jahr übernimmt Reinhard Götz die Metzgerei Martin. Knapp 27 Jahre später steht er zusammen mit seiner Frau immer noch hinter der Theke. Mittlerweile ist Götz 67 Jahre alt. Der Wandel der Zeit hat sich auch bei der Metzgerei Martin bemerkbar gemacht. Die Essgewohnheiten haben sich total geändert die letzten 20 Jahre. Erstens haben wir viel Singles in Würzburg und die essen nichts mehr von der Metzgerei. Die holen höchstens mal ein Brötchen oder was. Aber die großen Familien, wie es früher gegeben hat, ein Kilo Braten oder so, das gibt es überhaupt nichts mehr. Wir halten uns noch mit Bodyservice. Sind halt 70, 80 Stunden die Woche. Anders hat man Probleme. Doch woher kommen die Probleme der Metzgereien? Da sind einerseits natürlich die Supermärkte. Fast alle ersparen den Kunden mit eigenen Wursttheken den zusätzlichen Weg zur Metzgerei. Das Fleischangebot auch hier vielfältig. Die Schuld allein bei den Supermärkten zu suchen wäre jedoch ungerecht, sagt die Handwerkskammer für Unterfranken. Präsident Hugo Neugebauer, übrigens selbst Metzgermeister, bereitet etwas anderes Kopfschmerzen. Was uns Sorge bereitet, ist natürlich der Nachwuchs. Klar, wir suchen dringend Lehrlinge und das müssen wir eben werben drum und auch die jungen Leute überzeugen, dass eben der Metzgerberuf oder der Metzgerverkäuferinberuf ein sehr interessanter Beruf ist. Im Juli wird Reinhard Götz in Ruhestand gehen und wieder gibt es in Unterfranken wahrscheinlich eine Metzgerei weniger. Sterben die Metzgereien also aus? Also ich sehe es im Moment noch als Rückgang. Es werden sicher viele Metzgereien noch übrig bleiben. Die guten Betriebe werden das schaffen und sie werden auch ein wichtiger Standort sein, weil es wäre schlimm, wenn wir diese wunderbaren verschiedenen Geschmäcker in den Metzgereien, überall schmeckt die Wurst anders, wenn wir das verlieren würden. Die Leute müssen wieder mal auf den Geschmack kommen. Wenn mir ein Rumpsteak macht, der esse ich ohne Salz, ohne Pfeffer, nur dass ich den Fleischgeschmack mal im Mund habe. Und das müssen die Leute wieder finden. Und ich glaube, dass die junge Generation, das dauert noch 4, 5 Jahre, aber es ist so Umdenken da und es macht sich auch wieder bezahlt an. Die Metzger, die durchhalten, die machen auch wieder ihr Geschäft, da bin ich mir sicher. Also es gibt Hoffnung für die Metzgerei? Auf jeden Fall. Und vielleicht ja auch für die Metzgerei Martin. Möglicherweise findet sich bis Juli ein neuer Pächter für die mit 125 Jahren älteste Metzgerei in Würzburg. Das größte Wintervolksfest der Oberpfalz machte heuer seinem Namen alle Ehre. Denn es war eisig kalt auf dem Berchinger Rossmarkt. Über 100 Pferde, prächtig geschmückt und fein herausgeputzt. Das sahen tausende begeisterte Zuschauer. Das politische Zugpferd war heuer Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmid. Auch sonst noch danke, dass Sie eine Tradition fortsetzen. In einer Zeit, in der die Traditionen nicht selbstverständlich sind. Christian Schmid fand am Anfang seiner Rede lobende Worte für die lange Tradition des Berchinger Rossmarkts, den der Bundeslandwirtschaftsminister heuer zum ersten Mal besucht. Am Rossmarkt zum ersten Mal, aber in guter Tradition natürlich, von Franz Josef Strauß über Horst Seehofer bis zu Ilse Aigner. Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit den USA setzt der Bundesminister auf ein Geben und Nehmen, zum Beispiel Rohmilchkäse. Ich bin für Lebensmittelsicherheit zuständig. Ich lasse zu in Deutschland, dass mit entsprechender Kennzeichnung auch Rohmilchkäse bei uns gekauft und genossen werden kann. Die Amerikaner sind da strenger. Wir sind streng bei der Frage von gentechnisch veränderten Organismen, bei Hormonzugaben und den Dingen, die wollen wir genauso nicht über den Tisch sozusagen schieben und es wird auch nicht passieren. Mittwoch nach Lichtmess ist in Berchen Rossmarkt. Dann werden wie in früheren Zeiten die Pferde beschaut. Damals wurde auf ihre Gesundheit geachtet, heute auf ihre Schönheit. Die Berchinger sind stolz auf ihren Rossmarkt, der schon über 300 Jahre hier stattfindet. Und heute ist es wirklich, es ist ja das größte Wintervolksfest in Bayern und heute macht es dem Namen wirklich alle Ehre. Viele Pferdehalter kommen meist seit Jahrzehnten nach Berching, um ihre prächtig geschmückten Rösser zu präsentieren. Die meisten sind bereits seit vielen Stunden auf den Beinen. Ja, es ist gestern Abend schon losgegangen mit Geschirr in LKW einladen und Pferdeputzen. Und heute früh dann nochmal seit um 5 Uhr im Stall
nochmal die Pferde grob geputzt und dann um 5:30 sind wir mit dem Lastwagen aus dem Hof gefahren. Und deshalb gab es für die Frühaufsteher auch ein gemeinsames Bild mit dem Bundeslandwirtschaftsminister. Der demografische Wandel ist vor allem in den ländlichen Gebieten ein großes Problem. Besonders für die Sportvereine wird es immer schwieriger, die Mitgliederzahlen zu erhalten, geschweige denn sogar auszubauen. Ein Verein, der sich mit diesem Problem auseinandersetzen muss, ist der TV Wald München aus der Oberpfalz. Hier haben die Verantwortlichen die Initiative ergriffen, ganz nach dem Motto: Jammern gibt's nicht. Diese Bilder zeigen es schon, beim TV Wald München regiert die Vielfalt. Egal ob Turnen oder Tanzen, ob jung oder jung geblieben. Ich denke, in der Turnabteilung, das ist die größte Abteilung, bieten wir in der Woche ca. 29 Sportstunden an. Wir sind immer am Kämpfen, dass wir Altbewährtes und auch Trends anbieten. Es gibt immer neue Angebote, wir kämpfen halt einfach für unseren Turnverein. Ein Kampf, der aber jedem Einzelnen der fast 1700 Mitglieder Spaß macht. In seinen 14 Abteilungen setzt der Verein, der im vergangenen Jahr seinen 125. Geburtstag feierte, auf Aktivität und Attraktivität, vor allem in Bezug auf den Nachwuchs. Ganz besonders legen wir in allen Abteilungen Wert auf Jugendarbeit. Das ist einfach die Zukunft für den Verein. Die Jugendlichen frühzeitig in die Verantwortung zu übernehmen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie auch dann frühzeitig Lizenzen machen. Und wir haben auch, wir sind auch gut ausgestattet, wir haben ungefähr so 65 Lizenzen im Verein. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Zukunft im Turnverein. Eine dieser jungen Übungsleiterinnen ist Franziska Prokopetz. Mit ihren erst 18 Jahren ist sie schon Trainerin der rhythmischen Sportgymnastik. Ja, ich bin halt einfach in den Job reingewachsen, sage ich mal. Ich habe selber früher geturnt und dann habe ich eben mit 16 angefangen, die Stunden abzuarbeiten und habe die Trainerprüfung gemacht. Und seit ich 18 bin, habe ich jetzt die Lizenz dann auch zum Trainieren. Es macht viel Spaß und es ist auch schön, wenn man sieht, dass die Mädchen halt Fortschritte machen und dass sie halt das umsetzen, was man ihnen sagt. Und es ist halt auch schön, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, wie zum Beispiel ein Wettkampf und wenn dann auch Erfolge da sind. Erfolge hat Hans Schmidt schon genügend auf seinem Konto. Der 67-Jährige ist praktisch das Gegenstück zu Franziska und gibt beim Geräteturnen seine ganze Erfahrung an die jungen Nachwuchssportler weiter. Ja, zuerst einmal die Bewegungsabläufe, dass das funktioniert. Dann auch das Kraftkriegen. Und beim Geräteturnen ist natürlich äußerst wichtig Körperspannung. Und da fällt es halt hinten und vorne, weil sich die auf die Übungen am Übungsablauf konzentrieren. Und Körperspannung, da machen halt alle wieder hingelangen, also nicht hauen, sondern tatscheln, das halt merken, wo das fehlt, weil sonst kriegen sie es auch nicht mit. Das Rennen lassen, das hilft da meistens nichts. Und vormachen in meinem Alter kann ich es nicht mehr. Die Turnabteilung ist übrigens mit 35 Übungsleitern, 29 Sportstunden pro Woche und rund 150 ehrenamtlich engagierten Personen die größte Abteilung des TV Wald München. Hier konnte der Verein schon einige Titel, wie zum Beispiel Bayerische Meisterschaften, feiern. Dennoch rückt auch der Tanzsport immer mehr in den Vordergrund. Trendsportarten wie Zumba sorgen dafür, dass der TV seine Mitgliederzahl stetig steigern kann. Dass dafür aber auch Investitionen nötig sind, musste im vergangenen Jahr besonders die Ski- und Radsportabteilung erkennen. Gemeinsam mit drei weiteren Gesellschaftern wurde ein Freizeitzentrum gegründet, an dem die Abteilung mit 20% beteiligt ist. Also die Situation bei uns in der Althütte herum war so, dass wir Anfang der 70er Jahre hier einen Lift gebaut haben. Also wir als Skiabteilung damals noch beteiligt zu einem Drittel. Und entstanden ist das jetzt die letzten Jahre, weil die Winter natürlich einmal schwieriger geworden sind, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt endlich mal was machen. Wir haben also dann den Skilift etwas modernisiert und dazu einen Schlittenlift daneben gebaut. Und in diesem Zuge war es natürlich, sage ich mal, zwingend notwendig, auch Beschneiungsanlage mitzubauen. Für uns ist das natürlich jetzt optimal. Wir haben in die Zukunft investiert und in die Zukunft unserer Kinder investiert, dass die dem Sport erhalten bleiben.
Und diese Investition hat sich schon jetzt mehr als gelohnt. Beim traditionellen Zwergerl Cup profitieren die Kleinsten der Kleinen von den optimalen Pistenverhältnissen. Trotzdem werden die Verantwortlichen auch weiterhin um den Sport im Verein kämpfen müssen. Wir haben schon Problem, dass einfach alles zu erhalten ist. Das ist schon schwierig, einfach wir haben mit dem demografischen Wandel auch zu kämpfen. Einfach mit dem Angebot muss man schauen, dass man die Jugendlichen an den Verein binden kann. Das ist das Wichtigste. Man kann nicht nach vorn weiter schauen, sondern man muss aus dem jetzt das Beste machen, weil der demografische Wandel wirkt sich immer mehr aus. Und das können wir natürlich auch im Turnverein. Dennoch hat der TV Waldmünchen mit seinem breit gefächerten Angebot beste Voraussetzungen, um seine positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Hurra! Hurra! Mister! Mister! Samba! Samba! Soccer! Boom! Na, da kommt doch einiges nach beim TV Waldmünchen. Das war TV Bayern Live für heute. Nächste Woche gibt's TV Bayern Live natürlich wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Servus. AOK Bayern ist mehr als nur Gesundheitskasse, sie ist auch Gesundheitsnetzwerker. Zur Sicherung einer ambulanten und wohnortnahen medizinischen Rundumversorgung gibt es Arztnetze in ganz Bayern. Arztnetze sind regionale Zusammenschlüsse von Haus- und Fachärzten, die es sich zum Ziel genommen haben, die Patientenversorgung in ihrer Region qualitativ zu verbessern und weiterzuentwickeln. In den 12 mit der AOK Bayern vertraglich verbundenen Arztnetzen nehmen insgesamt über 80.000 Versicherte teil und an Ärzten insgesamt über 800, so rund 400 Hausärzte, 400 Fachärzte. Allein 70 Ärzte haben sich in der Region Hof und im Landkreis Wunsiedel vereinigt. Im Arztnetz UGHO, Unternehmung Gesundheit Hochfranken. Für die rund 15.000 Patienten innerhalb des Netzes hat diese Fusion nur Vorteile. Über die Vernetzung schaffen wir es, die Qualität in der Medizin zu steigern. Wir sind elektronisch vernetzt. Die Ärzte haben gemeinsame Fortbildungen, in denen Behandlungsstandards für die wichtigsten chronischen Erkrankungen festgelegt werden, an die sich die Ärzte dann halten. Und wir haben hier belegbar deutlich bessere Behandlungserfolge wie in der Normalversorgung, also der nicht vernetzten Versorgung. Und unser Hauptaugenmerk ist einfach der Patient, Vermeidung von Doppeluntersuchungen bei hoher medizinischer Qualität. Die Vorteile der Vernetzung sind für die Patienten beim Arztbesuch spürbar. Ich kann jetzt diesen Gesundheitscheck jährlich in Anspruch nehmen. Da bekomme ich immer zusätzlich einen Ultraschall vom Bauch untersucht, eine Blutentnahme wird gemacht und Stuhl und Urin wird untersucht. Und dann gibt es da noch diese Dringlichkeitsüberweisung. Da besteht die Möglichkeit, dass man innerhalb von 3 Tagen einen Termin beim Facharzt bekommt, was ja sonst auch immer länger dauert. Das konnte die Mama schon mal in Anspruch nehmen. Ja, ich hatte Schmerzen und da habe ich noch am selben Tag einen Termin beim Orthopäden bekommen. Die AOK in Hof und das Arztnetz UGHO sind das Paradebeispiel einer perfekten Kooperation. Seit Jahren ist es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die AOK beweist sich immer wieder als innovativer Partner, der uns unterstützt und dessen Anliegen es auch ist, hier eine langfristige und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in dieser Region zu erreichen. Und hier ist der AOK ein großes Lob auszusprechen. Keine andere Krankenkasse hat den Mut, uns hier in dieser Art und Weise zu unterstützen. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17:45 Uhr auf RTL.